Hi, in diesem Video versuchen wir einmal hier diesen Müll zu zerkleinern, und zwar hier mit dieser Parkside-Säbelsäge. Das ist jetzt hier die normale. Da habe ich auch vor kurzem, das heißt gerade, noch ein Video im Allgemeinen gemacht, auch mit dem Vergleich zur Performance. Ja, das Ding hier ist halt Schrott. Alles hier kaputt. Und deswegen soll das Ding zerkleinert werden, damit man es einfacher entsorgen kann. Allerdings ziehe ich mir dazu auch noch eine Maske und noch ein bisschen Handschuhe an, weil ja, ist vielleicht alles nicht so ganz gesund. Normalerweise würde ich das auch draußen machen, aber jetzt hier für einen Camcorder dann doch nicht. Außerdem hat es draußen auch wieder ein bisschen angefangen zu tröpfeln. Kommt gerade sehr viel Wasser runter. So, und ja, deswegen mal gucken. Zunächst einmal das Stück jetzt hier mit der normalen zerlegen. Und dann kann man das natürlich auch nochmal wiederholen mit der Performance. So. Ja, ich würde sagen, ich fange hier wahrscheinlich mal so an und dann schauen wir mal, wie wir hier so durchkommen. Ging soweit ja schon recht gut. Hat man natürlich ein bisschen Probleme mit Stoff. Aber ja, gut. Ja, der Stoff ist echt ziemlich widerspenstig und stört. Gucken. Schön durch Scharnier durch, soweit auch kommen, ein Problem. Noch ein Scharnier, können wir auch mal versuchen durchzukommen. So, das ging ja auch schon mal ganz gut. Das Ding zerfällt schon so. Das ist natürlich auch gut. Oh. Schade. Nicht stabil genug. Ja, das hier kann man natürlich noch mal zerkleinern.
Ja, das ging doch schon mal ziemlich gut. Und ja, jetzt werden wir mal schnell das Arbeitsgerät wechseln. Jetzt muss ich nur den Akku und das Blatt tauschen. Und ja, jetzt nehmen wir natürlich hier die Performance Akku rein. Oh, natürlich hier jetzt so herum. Wie ist denn das bei der anderen? Ja, bei der anderen ist das genau andersherum. Das ist auch noch ein Detail, das mir erst jetzt quasi auffällt. Hier kommt der Akku von hinten und dort der Akku von vorne. Ich hatte mich gerade ein bisschen gewundert. So, Blatt ist drin. Jalla. Ja, hier haben wir auch wieder das Stoffproblem. So, mal gucken, wieder durch Scharnier. Auch noch mal durch Scharnier. Gut, hier hat die Maschine sich irgendwie verkeilt und abgeschaltet. Ist aber ein bisschen komisch. Gucken, wie voll der Akku ist. Eigentlich ganz voll. Ja, zieht wohl doch mehr Leistung, die Maschine. Aha. Na gut, mit der anderen sind wir ja hier auch nicht komplett durchgegangen. Weil der Schrott einfach selber dann zerfällt. Naja, gut. Oh, wie praktisch, sogar schon mit Handgriff zum Wegschmeißen.
So, es bleibt halt noch diese Platte zum Zerlegen. Damit es noch ein bisschen kompakter und kleiner wird. Oh, oh nein, ich bin rein in den anderen. Naja gut. Soweit passt das ja schon ganz gut. So, ja, wie man gesehen hat, mit beiden kann man arbeiten. So einen wirklichen Unterschied sehe ich jetzt erst einmal nicht. Da müssen wir wohl den ganzen Tag mit arbeiten, dass man sieht, dass die Performance-Maschine weniger verschwenderisch ist und effektiver arbeitet. Ja. So, an der Stelle soll es das gewesen sein. Ich habe jetzt hier genug Schweinerei gemacht, die ich jetzt hier wegräumen muss. Ja, da sage ich schon mal vielen Dank. Ich hoffe, ja, ich konnte ein bisschen zeigen, wie die Maschinen so arbeiten. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.